Den Herrn Ehlers habe ich kennengelernt bei einer Messe oder bei einer Messe in Wiesbaden, als er einen Vortrag gehalten hat über das Gehirn und was alles so passiert, was Sie über das Gehirn wissen sollten und was das Gehirn über Sie schon weiß. Ich sehe es selber im Programm. Und er gleichzeitig hat er das gemacht, indem er dann mit Bällen gespielt hat. Und im Publikum haben wir dann auch Bälle bekommen und haben dann verschiedene Effekte bei uns feststellen können. Da habe ich gedacht, das ist etwas, was ich gerne Ihnen auch mal anbieten möchte. Und dann habe ich beim Herrn Ehlers auch noch mal ein Seminar mitgemacht und dann war ganz klar, dass das was sein wird. Ich hoffe, also das war meine persönliche Überzeugung, aber ich glaube, dass ich Sie mittlerweile schon ein bisschen kenne und auch Ihre Vorlieben. Und deshalb dachte ich, dass wir noch mal so eine theoretisch-praktische Mischung einbringen, um wieder verschiedene Systeme zusammenbringen, die unser Überleben sichern. Dass wir auf der einen Seite etwas mit dem Gehirn tun, auf der anderen Seite etwas mit Bewegung tun und merken, dass beides besser wird, wenn man es ordentlich koordiniert. Und ich bedanke mich, dass Herr Ehlers für uns heute Zeit hat. Und Sie stellen sich bitte selber vor, wie Sie dazugekommen sind. Danke, danke. Sowas zu tun ist ja auch nicht so ganz einfach, diese Wege immer. Ja, genau. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ja, nochmal danke, Herr Meissner, A, für die Einleitung, B, für die schöne Anmoderation. Ja, wie kommt man zu sowas? Schwierige Frage. Ich sag mal, so wie die Jungfrau zum Kind, das ist weder geplant noch sonst irgendwas. Ich habe vor knapp 20 Jahren mal eine Firma gegründet, die hieß FQL, oder hieß damals FQL, heißt heute immer noch FQL. Bloß das war damals in Berlin und bin heute jetzt seit 10 Jahren in München. Und habe ein Jahr später erst mit den Bällen angefangen. Das heißt FQL, ich sag mal, also der Text hier nicht, was Ihr Gehirn schon lange über Sie weiß und so weiter, können wir abkürzen nicht. Wir können ja auch sagen, wie tickt unser Gehirn? Das ist eigentlich so die große Frage. Und die Firma, die ich in Berlin gegründet habe, FQL, habe ich deswegen gegründet, weil ich damals auch mal abhängig beschäftigt war und ich hatte immer wenig Spaß. Also es war immer so ein halbes Jahr, ein Jahr, aber spätestens nach 2 Jahren war ich woanders. Und dann wieder ein Jahr und dann habe ich irgendwie mit dem Fröhlichkeit und Spaß und hat nicht stattgefunden. Und auch wenn du dich mal selbstständig machst, musst du was tun, was dir Spaß macht, weil dann hast du kein Problem mit der Qualität, weil das, was von innen kommt, funktioniert. Und da habe ich entdeckt, Jonglieren ist nicht nur das, was ich gut kann, sondern es fällt mir auch noch leicht. Weil später habe ich auch erst erfahren, dass es ein fundamentaler Unterschied ist zwischen dem, was man gut kann und zwischen dem, was einem leicht fällt. Weil das, was einem leicht fällt, mag man ja nicht, weil es ja so leicht fällt. Ne? Das ist wieder bewusst, unbewusst, ganz schwierig. Bevor es wieder zu lang wird. Fröhlich Qualität liefern ist der Name dieser Firma. Das war insofern wichtig, weil ich damals auch schon sehr viel gemacht habe, wollte ich nicht verraten, was ich mache, weil er hat mich immer festgelegt. So musste ich mich nicht festlegen, so stand die, oder steht heute noch auch die Kultur im Vordergrund. Motivation, Begeisterung, Erfolg ist das, was mir seit 20 Jahren treibt. Macht mir Spaß, kann ich immer Qualität liefern, funktioniert. Es gibt noch 2 weitere Punkte, nämlich findet Querdenken lukrativ und forciert querfeldein lernen. 2 Dinge, die auch sehr fundamental für Erfolg sind, weil wenn Sie zu lange eine Sache machen, ist das ähnlich wie mit dem Immunsystem, glaube ich. Das wird langweilig. Forciert querfeldein lernen ist eine Geschichte, die wirklich dann, Sie müssen sich halt zwingen, auch mal andere Dinge zu tun, damit Sie halt auch wach bleiben, also auch das Thema Wahrnehmung und so da gezielt ansprechen. Ausgesprochen heißt die Firma Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung und Erfolg, muss ich aber nicht merken, FQL reicht. So, ich bin aber zusätzlich noch Mitglied bei der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, muss man auch nicht kennen. Ist aber in Köln, hier in der Nähe. Ist eine Einrichtung, die so 300, 320 Trainer bundesweit praktisch so im Zugriff hat oder beziehungsweise die beliefert werden mit aktuellen Erkenntnissen der Gehirnforschung. Aber alles, was jetzt das, ich sag mal, das normale Wirtschaftsleben betrifft, für Unternehmer und Entscheider, und zwar so Dinge wie Motivation, Emotionen, Verhalten, wie kann ich das ändern? Alles aus Blickrichtung des Gehirns. Und dann kriegen wir monatlich aktuelle Erkenntnisse, die wir dann berechtigt sind, Ihnen, sag mal, unter das Volk zu streuen. Und das kriegen Sie auch heute ab in erster Linie. Und was jetzt so ein Gehirn ist ja natürlich auch Faszination Natur, weil das ist ja Natur pur. Und um mal wirklich jetzt einen Blick zurück mal zu wagen, mache ich mal einen echten Blick zurück. Das heißt, Sie stellen sich bitte vor, Sie sind noch nicht auf der Welt. Ich weiß, das fällt schwer, deswegen ist da dunkel als erste Hilfe. So sahen Ihre Eltern aus, in etwa. Und dann waren sie mal das hier. Nicht? Das waren wir ja alle hier. Ja? Alle. Alle. Na, heute ist sie tätowiert, die Brust. Das ist eine Eizelle hier. Ja? Und zwar ungefähr 0,1 mm groß. Und das Schöne ist, da sind ja schon Baupläne drin. Und zwar einige, nämlich 25.000 kodierte Baupläne sind schon praktisch im ersten Tag schon oder ersten Stunde schon dabei. Wenn man das jetzt mal 5 Tage, so sahen wir alle mal aus, also ein Zellklumpen, ne? Ist immer noch kein Millimeter, sondern nur noch ein Viertelmillimeter. So sieht es nach 5 Tagen aus. Und das sind schon 100 voll ausgestattete Bio-Hightech-Labore. Deswegen forscht man heute und die nächsten 100 Jahre noch, was da alles passiert. Eine Woche später geht das schon los mit den 2 weiteren großen Baustellen, die da entstehen sollen, nämlich sowohl das Herz. Da wissen wir, dass das eine ganze Menge kann. Nicht? Das hat 100.000 Kilometer Versorgungsleitung, 7.200 Liter Blut täglich. Das heißt, wenn ich mit Ihnen fertig bin, so nach 45 Minuten sind so 300 Liter Blut mal durch und Sie merken nichts davon.